Ja, hallo, willkommen zurück. Wir steigen direkt ein ins Spiel. Und wir schauen uns jetzt erstmal, was los ist. Also Jan wurde leicht verletzt, das heißt, in solchen Fällen muss er sich erstmal Bandagen holen. Das ist ganz wichtig. Alex kommt ja von der nächtlichen Tour zurück, das heißt, den schicken wir schlafen. Jakob ist sehr hungrig. Ach, der ist schon zurück. Ist das nicht toll? Das heißt, der kann jetzt erstmal zusehen, dass er sich was zu essen macht. Und Philipp schicken wir mal eben runter und gucken erst einmal nach, ob wir nicht im Workshop was bauen können. Ja, okay. Mal gucken, ob wir den Workshop weiter ausbauen können. Das tut ein bisschen weh. Ich habe keinen Bock, jetzt Holz zu verbrennen fürs Essen und so, aber sonst kriege ich das Ding nicht ausgebaut. Ich kotze. Was machen wir? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Das kostet auch relativ viel, das Board ab. Ah, Mann. Wir können eine Falle bauen. Das ist auch ganz cool. Da kann man später eben Tiere mitfangen und sich dann ein bisschen Raw Food rausholen. Das lohnt sich auch sehr, vor allem wenn man davon zwei baut. Da fehlen mir aber auch Components. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal auf den Ausbau dieses Teils hier. Das heißt, ich möchte schon richtiges Essen machen. Können wir den Ofen schon ausbauen? Nein. Ich möchte schon richtiges Essen machen. Dafür werde ich jetzt hier nochmal... Wie viel fehlt mir denn? Ein Fuel fehlt mir und Wasser fehlt mir auch. Dann kann ich es ja sowieso vergessen. Dann soll sich Jakob jetzt erstmal... Ah, da ist ein Händler. Ja, gut. Dann hat sich das schon erledigt. Dann können wir eben handeln gehen. Dann machen wir es doch so. Kommt ja wie gerufen. Was hast du denn dabei? Der hat jetzt keine Fuel-Teile dabei. Super. Hm. Manchmal verkaufen die nämlich direkt. Er hat aber Essen dabei. Dann holen wir doch erstmal hier massig Holz. Und auch so viele Parts, wie es hiervon gibt. Bieten ihm mal hier die Dinger hier an. Will er nicht? Nein, das behalte ich. Ich biete ihm wieder den Zucker an. Na komm mal, du willst es doch. So, haben wir das schon mal. Dann kaufen wir natürlich wieder Wasser nach. Wir kaufen so viele Parts, Components, wie es geht. So. Und das vielleicht noch. Und bieten im Gegenzug mal wieder Zucker an. Schade, der will anscheinend jetzt doch mehr für, als ich mir das ausgemacht habe. Gunpowder bieten wir ihm auch noch mit an. Shell Casings auch. Ach komm schon, da muss doch reichen. Den Fertilizer brauche ich auch noch nicht. Okay. So, haben wir das. Dann lassen wir ihn erstmal in der Tür stehen. Gucken mal kurz. Jakob kann sich gleich was kochen. Phil soll mal eben schauen. Wir können einen Workshop bauen. Super, dann machen wir das doch jetzt eben. Und dann gucke ich gleich, was danach noch übrig ist. So, Jakob macht sich erstmal was zu essen. Wir sind also auch gerade bei Tag 5 von 40, wie wir ja wissen. So, jetzt soll er seinen Kram auch hier verspeisen. Hat Jakob sich auch verdient nach all der harten Arbeit. Ja, natürlich hast du Bock auf noch eine Portion, aber es tut mir leid, es geht halt nicht. Schicken wir Jakob schlafen. Und Phil, jetzt können wir diesen Thermoregulator schon mal bauen. Machen wir auch. Phil macht das jetzt eben. Und wir gucken mal, was wir jetzt noch alles übrig haben. Vielleicht kann ich ihm ja noch irgendwas andrehen. Aber eigentlich brauche ich das alles. Ich glaube, das lassen wir jetzt. Ich habe einfach nichts mehr zum Handeln. Danke, Franco, fürs Kommen. Aber ich muss dich jetzt leider... wegschicken. So, hier oben wacht Alex wieder auf. Vielleicht kann ich ja gleich mal was ins Baumhaus reinbauen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Eigentlich hätte ich da ja meine Workbench und so reinbauen müssen, ne? Gut, theoretisch gucke ich jetzt mal, ob ich den Ofen, also was ich für den Ausbau des Ofens benötige. Ach, nur noch ein paar Components.
Das ist natürlich schon mal super. Das heißt, das werde ich jetzt gleich auch machen. Ich hole mir so viele Components, dass ich den ausbauen kann. Geil. Das freut mich richtig. Was brauche ich zum Ausbau dieses Metal-Dings hier? Components und Holz. Also sollte das mein nächstes Ziel sein. Erstmal Components sammeln, um den Ofen auszubauen und dann Components sammeln, um den Workshop auszubauen. Und dann gucke ich mal danach weiter, was ich wirklich noch so bauen kann. So ein Armchair ist ganz gut, da kann man, glaube ich, so ein bisschen die Seele baumeln lassen und sowas. Aber, warte mal. Und das Reinforcement mache ich dann mal zwischendurch klar. Gut, ich schlage mal vor, dass Jakob schläft schon. Und dass Jan sich vielleicht nochmal hinlegt. Denn er ist ja immer noch verwundet von der nächtlichen Attacke. Und dann dürfte es für diesen Tag schon gewesen sein. Wir beenden den Tag. Ja, ich denke, wir rennen jetzt noch einmal da rein, um den letzten Kram zu holen. Jan soll mal schön schlafen. Jakob ist unser Guard. Und Philipp rennt los. Ja, machen wir so. Wobei Philipp ist schon müde. Ist auch nicht so toll. Dann bleibt Philipp schlafen. Und Alex rennt los. Wir müssen auch wieder nichts mitnehmen. Das ist auch ganz gut. Die Schaufel zum Beispiel, wenn ich die jetzt in der Hütte zu Beginn lasse, dann ist das auch eine Waffe für meine Leute. Also wenn Angreifer kommen, ist es natürlich gut, wenn jeder meiner Zurückgebliebenen eine Waffe hat. Und die Schaufel zählt dann eben mit dazu. Das Messer natürlich auch. Das heißt, ich habe eigentlich genug Waffen für alle. Glaube ich. Ich glaube, ich habe noch irgendwas, was als Waffe zu nutzen ist. Da haben wir wieder Zucker. Vielleicht wäre es klug gewesen, doch von vornherein diesen Alkohol-Moonshine-Still zu bauen. Weil aus dem ganzen Zucker kann ich natürlich sau viel Alkohol machen, ne? Und den kann ich natürlich noch besser loswerden, aber... Ach, ist auch alles nicht so einfach, ne? So, dann nehme ich jetzt hier natürlich die Components, die brauche ich jetzt am ehesten. Ja, die Roll-Up-Cigarettes und der Homegrown Tobacco, den lassen wir jetzt erstmal da. Dass irgendeiner hier verstorben, das ist auch irgendwie traurig, ne? Aber gut, ich kann nichts dafür. Ich glaube, den Tabak und so lasse ich jetzt erstmal da liegen. Ich brauche es eigentlich nur zum Handeln. Und vielleicht hole ich es mal, wenn ich mal eine Nacht habe, wo es einen super schlecht geht, dass ich dann einen nur mal eben losschicke, um den Kram zu holen. Das war's dann. Jetzt kann ich erstmal zusehen, was ich von dem Kram mache, ob ich meinen Workshop jetzt ausbauen kann. Und danach in der Nacht muss ich natürlich auch langsam zusehen, mal mehr zu essen zu besorgen, denn ich spiele gerade ein bisschen mit dem Feuer mit den ganzen Leuten, die da so halb kaputt sind. Jan ist traurig. Und Philipp ist very hungry. Ja, wenn jemand anfängt traurig zu werden, ist das natürlich ein Problem. Der muss dann nämlich, der läuft dann Gefahr, irgendwann depressiv zu werden und dann auch irgendwann eben ein gebrochener Mensch zu sein. Und das wollen wir eigentlich nicht. Aber ich glaub's nicht, ich habe immer noch zu wenig Components. Scheiße. Aber hierfür reicht's ja. Nicht. Nein, zwei fehlen mir noch. Sowas Blödes, ja, toll. Ich kann also nichts von dem machen, was ich mir vorgenommen habe, aber ich will diesen Ofen ausbauen, denn ich weiß, wie blöd der Winter wird. Oder baue ich jetzt... Ich weiß es nicht. Das ist alles so teuer. Ich bin gerade wirklich überfragt. Baue ich einen Moonshine Still? Es wird sich lohnen, ne? Es wird sich schon lohnen mit dem ganzen Zucker. Ich mache das, glaube ich. Dann kann ich viel mehr mir erhandeln. Ja, das bauen wir mal im Keller. Da, wo es hingehört, ins illegale Kellerparadies. Und dann sehe ich nachher mal zu, dass ich den Ofen irgendwie so hinbekomme. Guck mal eben nach, was mir beim Ofen jetzt fehlt. Ja, Components und diese Mechanical Parts, das ist ein bisschen nervig, aber das kriege ich schon hin. Jan ist auch very hungry. Ja, ab dem nächsten Tag werden sie dann am Verhungern sein. Das heißt, jetzt bei meinem nächsten Beutezug muss ich auf jeden Fall Essen holen. Auf jeden Fall.
Wo ist Jan? Ich setze Jan mal auf den Stuhl, dann kann er vielleicht wieder fröhlicher werden. Ja, Jakob kann hier jetzt theoretisch den Moonshine herstellen. Dafür brauchen wir aber Fuel. Dann verballere ich jetzt hier eben noch Holz. Aber davon kann ich mir dann wiederum Moonshine herstellen. Von denen kann ich dann wiederum mir Holz kaufen. Ein Teufelskreis. Natürlich ergibt es auch Sinn, nochmal diesen Alkoholdistiller dann zu bauen, um eben High-Quality-Boost zu haben. Aber da schaue ich mal, ob sich das dann irgendwie lohnt. Jetzt wird jetzt hier erstmal Moonshine hergestellt. Und zwar ganze 2 Stück. So braucht doch echt viel Zucker, ne? Also mehr als ich dachte. Mal gucken, was wir so haben. Tja. Leider nicht so viel. Ja, jetzt haben wir es angerichtet und ihr seht, den Rest erledigt die Natur, die Chemie, denn jetzt wird das langsam nach und nach hergestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Tag weiterlaufen lassen muss, damit das hier weiterläuft, oder ob das von sich aus passiert. Ich glaube, das passiert dann von sich aus, oder? Ja, ich hoffe es, denn ich beende jetzt diesen Tag und werde jetzt ein neues Ziel mir suchen. Erstmal gucke ich, wer ist müde? Jakob, der muss schlafen. Jan ist traurig, den lasse ich auch schlafen. Philipp ist wache und Alex schicke ich auf Beutezug. Wo gehen wir hin? Lots of food gibt's hier, das ist schon mal gut. Da gibt es Materialien, some food, lots of food. Most people we're leaving in a rush. Ja, dann gehen wir doch zu diesen Wohnblöcken hier. Ja, wir nehmen aber Lockpicks sicher jetzt aber mit. Ansonsten aber nichts. Ich denke, ich werde keine Waffe brauchen. Ich hoffe es. Ich habe ja eigentlich nicht vor, jemanden umzubringen. Es sei denn, er oder sie hat es verdient. Oh, Alex kriegt richtige Anfälle hier, Gänsehaut, weil es so gruselig ist. Grow some balls, Alex. So, wir sammeln jetzt erstmal alles hier ein und gucken dann weiter. Was haben wir hier? Wieder viele Parts, aber noch kein... Also einmal haben wir Raw Food gefunden, aber da wird bestimmt noch mehr dabei sein. Hier scheint auch niemand anderes zu sein im Moment. The baby carriage isn't empty. Ja, traurige Geschichte. Also da ist ein leerer Kinderwagen. Hier oben sehen wir jetzt ein Symbol. Das ist so ein Metalltor. Das kriege ich nur mit einem Sägeblatt durch. Und dafür brauche ich den Improved Metal Workshop, um das überhaupt bauen zu können. Und das Tolle an Sägeblättern ist, die gehen sofort kaputt, wenn man sie einmal benutzt. Ja, ich nehme jetzt hier erstmal gezielt die wirklich super wertvollen Sachen mit und lasse den anderen Kram einmal liegen. Da sehen wir eine Wandbemalung. Ich glaube, das ist für ein Achievement auch ganz wichtig, aber das interessiert mich jetzt gerade auch nicht so sehr. Wir nehmen jetzt erstmal alles, stopfen uns erstmal voll. Aber natürlich weiß ich, dass ich gleich irgendwie noch ganz viel Essen hier besorgen muss. Was haben wir hier? Vegetables, die nehmen wir mit. Die sind gut. Das ist doch nicht schön. Haben wir hier zumindest so halbwegs noch was mitgenommen. Ich wette, hier ist das ganze Essen. Ist natürlich super nervig. Ach, Raw Food haben wir hier noch mehr. Immerhin. Dann noch ein Stockwerk höher. Ach, ist das ein Mist, ey. Also hier komme ich nur mit Sägeblättern wirklich weiter. Also ich kann auf jeden Fall einmal noch hierher kommen ohne Sägeblätter, denn die ganzen Parts und Components, die werden meinen Rucksack voll machen, aber ja, nervig, ey. Aber den ganzen anderen Kram kriege ich erst, wenn ich den Workshop ausgebaut habe. Insofern gucke ich da mal. Ich meine, so rein essenstechnisch hat sich's halbwegs gelohnt. Ja, das geht klar. Aus dem ganzen Holz kann ich notfalls noch Brennstoff machen. Ja, es passt schon. Dann renne ich jetzt zurück. Ist auch mal wieder unglaubliches Timing.
Denn jetzt, wo Alex zurückkehrt und ich glaube, der sechste Tag anbricht, oder der siebte? Sechste? Mal schauen. Der siebte schon, okay. Denn jetzt, wo der siebte Tag anbricht, ist damit auch diese Folge beendet. Ich danke euch fürs Zugucken, während Alex hier reinschlurft und die frohe Botschaft verkündet. Oh nein. Geil. But they didn't do much harm. Hahaha. Sie konnten nichts stehlen. Ist das nicht ein Traum? Das freut mich. Und ja, Alex hat hier einiges mitgebracht. Und mit diesen Erkenntnissen beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei This War of Mine in der Remastered Special Edition.